Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video machen wir den Alverde Adventskalender auf. So sieht es aus. Das kann man bei DM kaufen, beziehungsweise aktuell nur online bestellen, aber es kommt bestimmt bald in den Filialen. Das kostet dieses Jahr 20 Euro. Ich glaube, letztes Jahr war das ungefähr auch 20, also die haben auch nicht wirklich erhöht. Das Design ist ganz schön, eigentlich nichts Besonderes. Passt irgendwie zu der Marke. Das ist ja die Naturkosmetik-Marke von DM. Es ist fast jedes Jahr dasselbe. Also dieses Jahr wollte ich das eigentlich gar nicht bestellen, aber dann dachte ich, als ich den Balea Adventskalender bestellt habe, so, ja okay, wieso nicht, bestelle ich mal mit und dann können wir gemeinsam gucken, was hier alles drin steckt. Am ersten Tag haben wir eine 50 ml Pflegedusche mit dem Duft nach Vanille und Kokos. Das klingt schon sehr, sehr gut. Am zweiten Tag haben wir eine schnell einziehende Handcreme mit Duft nach Nelke und Rose, 20 ml. Also ich finde, eine Handcreme sollte mindestens 30 ml sein. Also das ist ziemlich klein, aber okay. Am dritten haben wir eine Tagescreme mit Bio, Aloe Vera und Hyaluron. Das sind auch 20 ml. Am vierten Tag haben wir ein kleines Shampoo, 30 ml sind es und es riecht nach Mandel und Orange. Am fünften Tag haben wir ein Bodylotion, das riecht nach Vanille und Kokos und das sind 50 ml. Der sechste Tag ist für mich immer Nikolaus und hier erwarte ich, dass es irgendwas Spezielles oder irgendwas Cooles drin ist. Und das hat jetzt geklappt. Das ist ein Bodyspray, das riecht nach Lavendel, also so ein Beruhigungsspray wahrscheinlich. Und das sind 50 ml. Das finde ich echt eine gute Idee. Weil nicht dieses langweilige Produkt wie immer, wie ein Bodylotion oder so, sondern wirklich irgendwas anderes. Am siebten Tag haben wir eine Gesichtsmaske. Und das Motiv finde ich sehr, sehr schön. Das sind 2x8 ml. Und das ist mit Algenextrakt und Bio-Shea-Butter. Auch ganz gut. Am 8. haben wir auch ein 30 ml Produkt fürs Shampoo. Das ist jetzt die Spülung. Das riecht auch nach Mandel und Orange. Am 9. Tag haben wir ein Micellenreinigungswasser. Das sind nur 20 ml. Also das hält nicht wirklich lange, muss ich sagen. Aber ja, das kann man auch immer gebrauchen. Also ja. Könnte aber auch so vielleicht so 50 ml sein, damit wäre ich schon zufrieden. Aber also für die Reise zum Beispiel ist es auch ganz gut. Am 10. haben wir eine Pflegedusche, das sind 50 ml und das riecht nach Nelke und Rose. Am 11. Tag haben wir irgendwas zusammengequetschtes. Das ist ein Schaumbad und das riecht nach Vanille und Kokos. Das klingt sehr gut, das würde ich total gern probieren. Das sind 16 ml und das ist pH hautneutral. Am 12. Tag haben wir ein 20 ml Body Butter oder Body Butter. Das riecht nach Granatapfel. Also 20 ml auch bei einem Body Butter ist nicht wirklich viel. Also reicht vielleicht, keine Ahnung, für 3 Anwendungen, je nachdem, was man alles eincremt und wie viel man nimmt und wie groß man ist. Aber ja, scheint ein bisschen wenig zu sein. Aber zum Ausprobieren ganz okay. Am 13. Tag haben wir einen Nagelbalsam drin. Das finde ich auch ganz cool. Das ist nicht in jedem Beauty-Adventskalender. Das riecht nach Rosmarin und Zitrone. Klingt sehr gut, da muss ich gleich riechen. Das sind 15 ml, aber als so Nagelprodukt ist es absolut okay, finde ich. Ja, riecht sehr frisch. Am 14. haben wir eine Haarmaske mit dem Duft von Mandel und Orange. Also das passt zu unseren anderen Haarprodukten und das sind 20 ml. Am 15. Tag haben wir einen Make-up-Entferner, das sind auch 20 ml, wie das Micellenwasser. Am 16. haben wir ein ganz kleines Produkt, 8 ml, aber das reicht auch ziemlich lange, finde ich. Das ist ein Lippenbalsam mit Orangenaroma. Ich habe gerade an diese Fußbalsam gerochen und musste sofort niesen, aber das riecht sehr gut. Das riecht nach Zitronengras
Und es sind 20 Milliliter und es sind Bio-Shea-Butter und Bio-Pfefferminzextrakt drin. Am 18. Tag haben wir Overnight Handbalsam mit Duft nach Vanille und Kokos. Das ist auch eine ganz coole Sache, obwohl für nachts würde es mich persönlich nerven, weil ich immer so mit der Decke und mit den Kisten kuschele. Und da wäre es, glaube ich, viel zu viel Duft für mich zum Schlafen. Aber ja, wie auch immer, 20 Milliliter sind es. Das 19. Türchen ist direkt nebendran. Das ist auch ein 50 ml Pflegedusche. Das ist, glaube ich, schon die dritte. Und das hier riecht nach Rosmarin und Zitrone. Am 20. haben wir eine Nachtcreme mit Bio-Jojoba-Öl. 20 ml. Und ja, sonst steht nichts drauf. Ob das jetzt gegen Falten ist oder einfach so ein Feuchtigkeitspflege. Aber wahrscheinlich hatte sonst nichts drin, einfach eine Feuchtigkeitspflege. Am 21. haben wir wieder ein 16 ml Schaumbad drin. Das hier riecht nach Granatapfel. Am 22. haben wir ein Primer drin. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, weil bisher waren, glaube ich, nie Make-up-Produkte von Alverde drin. Und Primer ist für mich, ja, könnte man auch Beauty sagen, aber für mich eher Make-up. Und das sind 20 ml. Das reicht schon. Am 23. haben wir eine Softcreme drin, was auch immer das bedeutet. Und es riecht nach Nelke und Rose, es sind 20 ml. Das ist auch Bio-Arganöl drin und versorgt die Haut 24 Stunden mit Feuchtigkeit und verleiht nach dem Einziehen seidig zarte und glatte Haut. Klingt sehr gut. Und jetzt gucken wir, was hinter dem 24. Türchen ist. Das hier ist ein fester Duschstern mit Duft nach Orange. Das sind 20 Gramm. Die Formulierung mit Glycerin und Olivenöl reinigt den Körper sanft, ohne die Haut auszutrocknen. Gut. Es riecht wirklich ganz gut. Nicht so stark, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir gucken gleich, wie dieser Duschstern aussieht. Ja, so ganz einfach. Und das war der Adventskalender von Alverde Naturkosmetik in 2024. Für 20 Euro kann man eigentlich nicht wirklich meckern. Trotzdem tue ich das jetzt, weil irgendwie gefällt es mir nicht so. Also es gibt vielleicht drei Produkte drin, wo ich mir so denke, okay, das würde ich sehr gerne ausprobieren. Und alle anderen sind so, ja, okay, ist nicht so meins. Beziehungsweise ich bevorzuge eine andere Marke. Wenn jemand nur Naturkosmetik bzw. nur Alverde nutzt, für die könnte es dann wirklich gut werden, weil ich meine, dann ist hier alles drin, was man wirklich gebrauchen kann, außer Make-up natürlich. Aber sonst, also wir hatten was für die Nägel, für die Hände, für die Füße, für den Körper, fürs Gesicht, für die Lippen. Also eigentlich war wirklich alles drin. Vielleicht irgendwas mit Öl hat noch gefehlt, also ein Bodyöl oder Duschöl oder was auch immer. Aber ich weiß gar nicht, ob Alverde sowas hat. Ich meine ja, aber bin mir nicht sicher. Schreibt mir gerne eure Meinungen in den Kommentaren. Nutzt ihr gerne Naturkosmetikprodukte? Wenn ja, dann schreibt, was euer Lieblingsprodukt ist. Es würde mich echt interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne ein Like, abonniert meinen Kanal und danke fürs Zuschauen. Tschüss!